Wir haben ja ein Transduktor zur morphologischen Analyse angegeben und die Aufgabe sagt, wir sollen die lexikalische und die Oberflächenebene angeben von zwei Ausdrücken, die der Automat generieren kann. So, wir haben bei den Transduktoren hier Eingabe und Ausgabe, die kann man aber auch vertauschen und deswegen kann man vielleicht besser sagen, hier die Oberflächenebene, das ist das, so wie ein Wort vielleicht in einem Text auftauchen würde. Und die lexikalische Ebene enthält hier morphologische Angaben über das Wort. So, wir sollen zwei Beispiele angeben. Ich schreibe hier einfach mal hin, hier erstens, hier zweitens, und damit ich das Wort nicht ausschreiben muss, schreibe ich hier einfach ein O für Oberflächenebene und jeweils ein L für die lexikalische Ebene. So, und dann nehme ich hier mal, was weiß ich, hier auf diesem Pfad irgendwie sprechen, erste Person Plural. Und dann ist die Oberflächenebene, ja, wie man hier sieht, hier ist ja sowas wie war, V oder 1 Plural, das muss ja die lexikalische Ebene sein. Dann ist die Oberflächenebene hier die Eingabe. Und das wäre dann hier. Kann man hier dann einfach die linke Zeile, die linken Seiten immer abschreiben. Und ja, dann haben wir immer noch so eine Striche hingemacht, um zu zeigen, welche Zeichen zusammen, also welche Zeichen wie ein Zeichen gelten und welche zusammengehören. So, dann haben wir hier Sprech, da kommt nichts, dann kommt hier ein E und ein N. Und die lexikalische Ebene wäre dann das, was auf der rechten Seite davon jeweils steht. So, dann steht hier dieses V auf der rechten Seite. Da steht nichts auf der rechten Seite. Und dann steht hier 1 Plural. Also für erste Person Plural. Und das ist dann in dem Fall hier ein Zeichen. So, und dann nehmen wir irgendeinen zweiten Ausdruck. Zum Beispiel nehmen wir mal den zweiten Pfad und dann irgendwie diesen Pfad hier. Und haben wir die Oberflächenebene, da lese ich wieder alles das, was auf der linken Seite steht, ab. Beziehungsweise hier an der Stelle, hier steht jetzt ein I anstelle des Es. Dann ist das Wort spricht. Und die lexikalische Ebene, die gibt dann halt aus, dass es trotzdem der Wortstamm von Sprech ist. Hier wird aus dem I ein E in der lexikalischen Ebene. Dann folgt hier die Angabe, dass es sich um ein Verb handelt. Und da folgt die Angabe, dass es sich um dritte Person Singular handelt. Und das war auch schon die ganze Aufgabe.